So, liebe Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level Per Day. Heute geht wieder eine neue Rotation los und den Anfang macht der Tommy mit entspannte Wandertour. Und kurz eine Änderung. Ich nehme das Ganze ja immer in einem Livestream auf und wir haben 8 Leute, die heute mitvoten. Ja, das heißt, wir haben heute ganz kurz erwähnt, sei der Liam, der Rocky 1507, der Nonic, der Philimoon, der Pascal, der Ender Gaming, der Professor David und der Dash Recorder. Ja, das heißt also, ihr bekommt jetzt auch das Voting von den Zuschauern selber. Ja, das heißt also, ihr bekommt jetzt live euer Voting. Das heißt, ihr habt jetzt 8 Leute, die mitvoten, plus meine Wenigkeit, 9. Ja, aber die 8 zählen. Ihr braucht mindestens, also ihr bekommt meine Endbewertung auch noch, die ihr hier kennt. Ja, ihr braucht mindestens 4 Sterne von den Zuschauern, die jetzt live dabei sind. Ja, diese 4 von 8, ja, diese 4 Sterne von 8, ihr habt insgesamt 5 Möglichkeiten. Wenn ich einen Stern gebe, braucht ihr nur noch 3 von den Zuschauern. Und da ist es egal, welcher Zuschauer es ist. Ja, das heißt also, wenn jetzt beispielsweise der Kev, der jetzt nicht dabei war, einen Stern für das Level geben würde, zählt das mit da rein. Ja, es geht nur darum, ihr braucht mindestens von den 8 50%. Okay? Und ich würde sagen, wir fangen hier bei dem Level mal an. Tommy mit entspannte Wandertour. Let's go. Ich hoffe, dass es mit der Synchronität wieder in Ordnung ist. So, da geht es los. Oh, no. Und ich hau natürlich total daneben. Dann machen wir es mal so platt. Eine entspannte Wandertour, okay. Hat da hier irgendwas versteckt? Nein. Okay. Das war der Knopf. Das war definitiv der Knopf. Möchte ich nur sagen. Okay. Okay, hier hoch. Was haben wir hier jetzt? Mann. Hätte ja ruhig mal hier einen Pilz oder sowas platzieren können. Oh nein, hier. Mancha. Oh no! Dummer Trollplay, oder? Dann machen wir das jetzt so. So, jetzt machen wir hier mal schnell Durchlauf. So. Ha! Na schade, hier geht's nicht rein. Okay, gut. Ah, oh. Muncher Time. Du kommst da nicht hoch, aber ich komm hier hoch. Da oben ist nichts. Ein entspannter Wandertag. Also das verstehe ich jetzt zwar nicht darunter, aber okay, gut. So, die beiden lassen wir mal runterspringen. Tschüss. Könnte irgendwas sein, oder? Moment. Er kommt doch hier bestimmt auch gleich lang. Er muss da lang kommen. Ich habe noch genügend Zeit, um zu warten, bis er da rauskommt. Moment. Hä? Hätte ich gedacht, den brauche ich dafür, aber nein, brauche ich dafür nicht.
jetzt ist es ein entspannter Wandertag. Ja, jetzt gehe ich davon aus. Sondern Lakitu. Jetzt will ich die Wolke behalten irgendwie. Aber egal, kann ich nicht. Geht nicht. Tun wir jetzt hier wieder raus? Finde ich jetzt komisch. Hier ist ein Checkpoint, das finde ich. Okay, ich muss jetzt hier ganz vorsichtig vorgehen. Ja, komm. Geh nach Hause. Danke. So. Wo geht's jetzt hin? Ich wäre jetzt eigentlich lieber gerne links lang, aber... Okay. Hier geht's irgendwo hin. Irgendwo hin ist die Frage. Eine Tür. Wir gehen mal durch die Tür. Mal gucken, was passiert. Mehr. Okay. Da warte ich jetzt. Da warte ich jetzt. Das ist mir zu riskant. Lang ohne Probleme. Nein! Nehme ich jetzt mit. Oh, verdammt. Wow. Wiggly wiggle, wiggly wiggle, wiggly wiggle, wiggle. Wiggle! Checkpoint, checkpoint! Haha, ausgetrickst. Holy moly. Hihi. Oh, verdammt. Kommt da jetzt noch einer? Ich hab Angst, dass hier irgendwo was runterkommt und ich dann tot bin. Instant. Da hätte ich ein paar Items verteilen können, oder? Oh, shit. Genauso auch hier. Oh oh. Mann. Der war nicht fair. Leckt mich doch, ihr blöden Montys. So. Nein. Kann echt nur mir passieren. Oh, leck mich doch. Da war Ziel.
Kamera war wieder unsynchron. Asynchron, unsynchron. Warum ist die asynchron, 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 asynchron? Die hat doch nichts zu tun. Doch wieder doof. Das ist doch so doof. Jetzt ist es nicht mehr asynchron. Ich habe mal kurz an- und ausgemacht. Quack. Ich bin kurz davor, das Level zu schaffen. Ich werde es auch schaffen. Dann ist mal hier den Monty fertig. Haha! Ausgetrickst, Dudes! Jetzt warten wir, bis die alle weg sind. Ja, alles mit dem. Nein, 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 durch! Wow! Knappes Ding. Hat aber echt 10 Minuten gedauert. Also, doch 10 Minuten hat es gedauert. So, damit kommen wir zum Voting und das ist jetzt das Interessante. Und zwar frage ich jetzt in die Runde schon mal die ganzen Zuschauer, wer alles einen Stern gibt. Als allererstes kommen wir erstmal zur Level Optik. Level Optik war nicht so berauschend, aber auch jetzt nicht schlecht. Ja? Das heißt also jetzt nicht, dass ich einen Stern gebe, aber wie gesagt, es war nicht schlecht. Es war nicht wirklich etwas, wo ich sagen würde, ja, ne? So, die Levelmechaniken waren nett platziert. Von daher. Zum Schluss war es ein bisschen überfüllt, aber ich würde sagen, von den Levelmechaniken geht es noch. Der Levelname Entspannende Wandertour trifft definitiv nicht zu. Ja? Es gab Gegnerflut, gab es jetzt nicht direkt. Es gab zwar unplatzierte Gegner, zu viele Gegner im Vergleich zu den Items, aber das ist so eine Sache, das kann man jetzt, ne? Also keine Gegnerflut. Ist so, ja. Es gab auch keinen Troll. Also einen Stern würdest du bekommen. Aber jetzt kommen die Sterne von den Zuschauern. Da sage ich dir, du brauchst mindestens 4 Sterne. Einen hast du von mir. Hast du von mir. Und jetzt habe ich bisher nur einen Stern gesehen. Und das ist einer. Ein Stern. Ja? Das heißt also 2 Sterne. Ja? Und das heißt, es gibt keinen Stern. Ja. Wie gesagt, du kannst am Anfang gucken, wer da alles mitgevotet hat, aber von den Zuschauern gab es insgesamt nur einen Stern. Das heißt also, 2 Sterne gibt es nur für dich. Ja? Nimm das mit. Wie gesagt, meine Kritikpunkte habe ich ja geäußert. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Part von Super Mario Maker One Level Per Day. Und ich sage, ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.